Na, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Toy Story 2 Videospiel. Ja, weiter geht's. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt darüber, wo eigentlich dieser Vorarbeiter bzw. dieser Dude sein soll, bei dem wir jetzt die drei, also wenn jetzt noch nicht, aber diese komischen kleinen Matroschka-Figuren abgeben können. Angeblich ja irgendwie im Bauhaus. Bauhaus. Im Bauwagen, wollte ich sagen, aber da habe ich jetzt nichts gefunden. Aber generell habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt nicht so wirklich weiß, wo es weitergeht. Also, Keine Zeit zu verlieren. Schön, mich durch diese Münze durchgelaufen. Ich guck einfach nochmal. Ich guck nochmal hier rein. Ich glaube, er hat Bauwagen gesagt. Und das hier ist meiner Meinung nach kein Wagen. Aber wer bin ich schon, das zu beurteilen? Aua. Aua. Scheiße. Ich meine, einiges ist auch egal. Erstmal. Also, weil wir müssen auf die Steuerung wieder klarkommen. Weil ich eh noch nicht alle habe. Ah, komm, geht erstmal. Irgendwie mal diese Konstruktion hier nach oben, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wie eigentlich. Wie viele Münzen habe ich eigentlich? 32. 32. Das ist zu wenig. Ich bin Buzz Lightyear, Space Ranger. Ich rette das Universum. Ja, mach das mal. Mach das mal. Aber bitte nicht jetzt. Wie kommen wir denn da rauf? Also das Ding geht ja gar nicht so weit. Ich bin echt ein bisschen verwirrt gerade. Okay, doch vielleicht über den... okay, vielleicht doch über diesen Kran. Aber da kam ich ja irgendwie nicht rauf. Mal immer nicht unwohl, Mama. Ha! Hat ja wunderbar funktioniert. Ein wunderbarer Sprung, möchte ich sagen. Kann ich... Ah, warte mal. Ich kann hier außen einfach lang... Wie es mir scheint. Keine Zeit zu verlieren. Ja, okay, jetzt macht die Sache schon mal einfacher. Ein Problem ist aber noch das hier. Ja, das funktioniert nicht. Ja, komm. Machen wir es uns ein bisschen angenehmer. Könnte ja auch sein, dass ich vielleicht nochmal den Kran runterfahren lassen muss. Ja, ist auch gar nicht so hoch da, ne? Gerade. Okay. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Auf der Ladefläche scheint auch gar nichts zu sein. Na gut. Haben wir es einfach mal so gemacht, ne? Wird schon passen. Ich werde sowas von zurückspulen, wenn ich hier runterfalle. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ne. Der Weg da hoch ist ja mal geil. Todesnervig. Oh Gott. Ich bin Buzz Lightyear, Space Ranger. Ich rette das Universum. Ja. Ich weiß. Ich weiß doch, Buzz. Musst du mir nicht sagen. Es ist nichts passiert. Faszinierend, ne? Ey! Ohne Scheiß, ne? Ich bin dankbar für diese Rückspielfunktion. Ah, das verzeiht ihr mir, oder? Weil, Jesus Christ. Man fällt halt so leicht irgendwo dumm runter. Ah, Nummer 4. Das gefällt mir doch schon mal. Da ist ein Hebel. Den möchte ich gerne hebeln. Wow. Hab ich ein Rückweg, wenn ich falle. Nee, doch nicht. Okay, doch da fährt was hoch. Ach, der ist hochgefahren. Okay, ich dachte, ich wäre runtergefahren gerade. Okay. Die Kamera ist leider nicht so ideal gerade.
ich das mal so sagen darf. Okay, das ist scheinbar ganz außer Reichweite. Moment. Wo genau? Ah! Da möchte das Spiel, wo ich hingehe. Wäre auch so schön gewesen, ne? Das ist Zeitersparnis, Leute. Das ist nur Zeitersparnis. Ich sollte mich trotzdem wirklich die Plattform von gerade. Wieso geht denn die da? Hä? Warum kann ich da lang? Also. Hä? Alter, das ist so verwirrend für mich. Ach so, das ist gar nicht. Nee, das ist eine andere. Ebene. Aber ich könnte jetzt auch da lang. Ja? Call me verwirrt. Don't call me Shirley. Nee, das, da komme ich aber irgendwie auch nicht ran. Also scheint es wirklich dann von oben da erst was zu sein. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal ganz gewagt weiter. Fuck off. Hui, hui. Hui, hui. Das hat auch wunderbar hin funktioniert, möchte ich sagen. Ist von alleine gelaufen gerade. Das war das, was mich hochgeführt hat. Alright. Soll das hier immer so alles. Das ist ja wohl ein Scam, Alter. Akzeptiere ich nicht. Das ist nicht passiert. Boah, ich würde so wahnsinnig werden, wenn ich das Original spielen würde, ne? Achso, ich war hier. Oh, nimm mich mit! Danke. Aber du führst mich auch wieder nur. Achso, du führst mich dahin. Ja, ja, ja. Du führst mich dahin vermutlich. Hoppa, hoppa. Ja, keine Ahnung, ich gehe erstmal hier lang, ne? Ganz entspannt. Oh! Warum ist das heiß? Was ist das? Was ist das? Bin ich hier gelandet? Was ist der Sinn des Lebens? Ja, ne? Achso. Soll hier ranhängen, I guess? Da wohl nicht ranhängen. Kann man so machen. Nee, echt nicht? Doch. Oh. Man hat gerade viel nicht funktioniert. Und wieso ist mein Stick scheinbar kaputt? Also kann er mich mit dem Stick. Fick dich, ganz ehrlich, Spiel. Du gehst mir echt ein bisschen auf den Sack, ne? Deine unpräzise Charaktersteuerung. Surely. Ich habe als Kind das große Krabbeln gespielt, von den gleichen Entwicklern, erschienen vorher. Und das habe ich nicht so kacke in Erinnerung, was die Steuerung anbelangt. Es war auch ein bisschen träge, glaube ich, ja. Aber es hatte nicht wirklich Platforming, so. Es war ja eher so Action-Adventure-mäßig, dass man so Items finden muss, dann irgendwo hinbringen muss, so für Rätsel und sowas. Ich glaube, so war das eher. Ein bisschen Platforming gab es auch, aber kann ich das Ding da bitte mal verpissen? Okay. Und jetzt? Du bewegst dich, glaube ich. Aber bewegst du dich auch richtig, ist die Frage. Das macht mich alles nervös hier. Was ist das denn? Achso, die ist in der Luft, die Münze. Ich dachte, das wäre die ja gerade gedroppt hat. Na, dann komme ich da vielleicht irgendwie anders ran, wenn ich mich fallen lassen würde. Aber das tue ich nicht, weil bin ich wahnsinnig, ne? Oh Gott. Keine Zeit zu verlieren. Badam, badam, badam. Wow.
Weißt du, was scheiße ist? Bin jetzt ganz oben. Ah. Yippie, aber mir fehlt halt noch irgendwie das Item für den Ding, weil ich kann ihn ja irgendwie nur besiegen, wenn ich, glaube ich, diesen das Ding da von Naseweiß hab, ne? Wurde ja gesagt. Ich hab das Item von Naseweiß. Hä? Seit wann habe ich denn das? Ich habe das wieder nicht mitgekriegt. Das Level ist scheiße, ich mag das nicht. Muss ich nach unten mich wieder nach oben? Oh. Da gibt es irgendeine Abkürzung hier vielleicht. Mit dem Kran da vor allem. Wo habe ich denn das Naseweiß-Item her? Warte mal, kann man. Da hatte ich's dann. Hä? Wo? Wann? Wie? Warum? Aber das war tatsächlich sogar relativ weit oben. Also ich habe jetzt nicht so viel umsonst gemacht. Wie es mir scheint. Achso, ihr seht das gar nicht, ne? Wenn ich das hier so mache. Ja doch, ihr seht's. Seht sogar. Ein bisschen. Weird. Na egal, dann springen wir runter, ne? Keine Ahnung, vielleicht hätte es auch irgendwo eine Abkürzung gegeben. Ui, was ist denn das hier? Ach, ein Leben. Ach, 9 ist Maximum sowieso. Na gut. Hm. Charlie, Naseweiß. Oh, ich brauche fehlen noch Münzen, fällen wir mal auf, ne? Wie viel? 2. Ja, die kriege ich hier unten noch irgendwie zusammen. Eine. Bei Ihnen ja irgendwo eine. Hm. Ja. Sehr schön. Badam, badam. So, putsching, ching. So, wo war denn Naseweiß hier irgendwo, ne? Da. Hey, danke, Bas. Danke dafür, dass du mein Auge gefunden hast. Kannst du den Diskwerfer benutzen? Mit ihm kannst du die härtesten Gegner besiegen. Danke, Bruder. Ah. Fiu, fiu, fiu. Hm, nett. Nein. Natürlich nicht. Aber wo ist dieser hässliche Vorarbeiter? Der existiert nicht in meiner Version. Den gibt's nicht. Ich meine, die sind ja auch eigentlich nicht versteckt an sich, ne? Oh. Wow. Der chillt einfach hier auf dem... Okay, ich habe ihn echt nicht gesehen. Danke, dass du mein Männchen gefunden hast. Meine Männchen, Bass. Hier ist dein Pizza Planet Cheaper. Wow, habe ich einfach nicht gesehen. Tja, haben wir jetzt Dialog verpasst. Oh, prima. Du hast sie gefunden. Ich möchte bitte weiterspielen. Aber warum kann ich eigentlich das Level schon verlassen? Kann ich auch mit weniger Pizza-Tokens wahrscheinlich weiterspielen? Aber ja, wahrscheinlich nicht einfach nur einem, oder? Ich muss schon mehr machen, denke ich mal. Naja, jetzt muss ich immer wieder rausfinden, wie ich da überhaupt oben nochmal raufkam. Ich glaube einfach hier rüber irgendwie, ne? Ja, genau. Dadam, dadam, dadam. Dadam, dadam, dadam. Moment. Heppa, hepp. So. Gut gemacht, Buzz. Hier ist dein Pizza Planet Chip. Okay, gut. Weiterspielen. Dann haben wir jetzt alles, ne? Wir haben Geld abgegeben, wir haben die 5 Collectibles abgegeben. Wir haben den Geheimen nicht gefunden. Oder? Ich finde das voll assi, dass man das nirgendwo sehen kann. Das wird aber nicht angezeigt. Doch, klar. Das war ja mit den Farben der Geheime. Klar. Also den Geheimen haben wir... Neue Slinky Dog Herausforderung haben wir gedacht. Ja, dann fehlt nur noch der Boss. Alles klar, sehr gut. Dann fehlt nur noch der Boss. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt überhaupt so wieder hoch muss. Oder ich habe den, glaube ich, eben eine Abkürzung geöffnet, ne? Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Ich mache es jetzt einfach mal so. Passt schon. Hm. Fick dich. Mama! So! Wieder nach oben arbeiten, ne, voll nervig. Vor allem voll dumm, weil, er kann ja dieses Charlie-Weiß. Charlie-Weiß! Ja, Charlie-Naseweiß-Item, Mr. Potato Head, wie auch immer.
Ich habe das echt nicht gesehen, weil ich das gesammelt habe. Wo war das? Das muss ich wirklich mir nochmal im Video angucken. Ich meine, wie gesagt, es war eh nicht... Warum sieht das hier so anders aus? Es war eh nicht so weit unten. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viel unnötig gespielt, sage ich mal. Aber trotzdem ist es etwas merkwürdig. Und jetzt muss ich noch eine Runde fahren, weil die Kamera mich gefickt hat. Das Beste ist echt so. Das ist die beste Form der Kamerazentrierung. Alles andere ist viel zu arschlangsam. Hepp. Bald sind wir oben, oh ja. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich ignoriere dich einfach. Ganz frech. Ja, das mach ich einfach so. Ohne drüber nachzudenken. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine Abkürzung, die ich quasi hätte nehmen können, die alles ein bisschen vereinfacht, aber was zum Fick weiß ich schon. Ich bin Buzz Lightyear, Space Ranger. Ich rette das Universum. Nein, du rettest nur Buzz, der irgendwie entfernt wurde. Entfernt! Ja, er wurde entfernt. Können wir ab sofort Entführung einfach Entfernungen nennen? Hilfe, meine Tochter wurde entfernt. Eigentlich dumm, dass ich das so mache. So, jetzt wieder 1000 Mal laden, weil er sich nicht festhalten will. Sage ich doch. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Also diese Festhaltesteuerung funktioniert halt einfach so fett manchmal nicht. Bleib mal irgendwas eklatant falsch. Ja, danke. Da weiß ich jetzt zugegebenermaßen, was ich falsch gemacht habe. Ich war zu weit unten, aber dennoch. Fuck mir nicht abspielen. Man kann auch eigentlich sehr entspannt von der, man muss sich gar nicht umdrehen, ne? Man kann auch von der Seite das machen. Irgendwo hier war der, ne? Irgendwo auf der Höhe, glaube ich. Auf der Höhe, auf der ich jetzt nicht mehr war. Es ist okay, wenn ich das mache, ne? Es ist halt einfach nur... Also klar, ich könnte aber ein bisschen vorsichtiger spielen, aber es ist halt einfach nur fucking Zeitverschwendung, so. Wenn ich das nicht so mache. Nimm mich mit! Oh, danke. Achso. Da. Uiuiui. So. Dann gucken wir jetzt mal. Diskwerfer. Liegt der jetzt hier irgendwo rum, vielleicht? Das wäre schön. Hier nicht. Problem ist, man muss ja auch immer sehr weit laufen. Na gut, ich habe noch fünf Schüsse, aber ich bin trotzdem mal kurz gucken. Na gut, vielleicht ist jetzt auch nichts da, weil ich noch welche habe. Könnte ja auch sein. Ich baller mal in den rein, so ein bisschen. Du wirst mit dir reden wahrscheinlich, ne? Besiege den Presslufthammer und du bekommst Geld. Ein Fetzerblendchip. Ich hoffe, du hast einen Diskwerfer. Ja, habe ich tatsächlich. Uiuiui. Hallo? Okay, Moment. Ich wollte auch eigentlich gerade wegrennen. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Spiel? Das irgendwie, ja, funktioniert nicht so ganz. Wuha. Kann mich nicht theoretisch einfach hier drauf platzieren und dann ihn einfach ficken? Ja. Manchmal ist das Spiel schon ein Witz. Aua! Ich nehme alles zurück. Mendedlin. Ja, ist trotzdem ein bisschen safe. Ich habe übrigens... Ach nee, das war eine Batterie. Wo ist die Disc, die ich brauche, um ihn zu besiegen? Da liegt eine rum. Halleluja. Bestimmt so ein Winkel, den man so finden kann, wo man den... Oh. Ist fein. Alles unter Kontrolle.
Yippie! Drei, zwei, eins! Pling! Hammerhart! Wir sind fertig. Level verlassen. Bis zur Unendlichkeit! Und noch viel weiter! Yeah, man! True. Die Folge ist vorbei. Passt ja perfekt. Schön. Okay, oh, da unten fehlt ein Item. Ich hoffe, das kommt noch. Dass es jetzt nicht unbedingt die Reihenfolge ist, in der man die findet, sonst habe ich ein Problem. Aber nee, das hätte mir Rex ja auch gesagt, wenn er irgendwo ist, ne? Passt schon. So, was haben wir denn als nächstes? Ja, erstmal speichern bitte. Auf der PS1 Memory Card, die ich gar nicht habe. Also ich habe eine PS1 Memory Card, aber die benutze ich gerade nicht, weil ich auf der PS5 spiele. Ha, ju, ja. Das erinnert mich daran, ich muss mir meine neue PS1 Memory Card holen, weil meine ist voll. Die hat nur 1 MB. Oder 2? Weiß ich gar nicht so genau. Gassen und Rinnen. Ja, nächstes Level dann. Ich sag mal danke fürs Zusehen, ich hab was gefallen und bis dann. Ciao!